Hey, das ist mein Buch, das ist mein Tagebuch. Guck da nicht mit rein. Ich wollte nur ein bisschen spicken. Ich bin immer so schlecht in den Proben. Du bist voll Nein, gemein. das ist mein Lernbuch, Oh. nicht deins. Dann nehme ich halt meins. Ja, will ich auch hoffen. Deerskin, Rabbit Skin? Rabbit Skin. Oh, geil, schau mal. Das kann man auch an die Wand machen. Cool. Hey, es wird langsam gemütlich. Schaut mal her, Leute. Hier Ja. oben ist eine Lamp. Ja, und da ist dann die zweite Lampe, da braucht es nur noch ein Baumsäppchen. Hab ich. Und schon ist es heller hier drin. Schön, Gold. schön, schön romantisch über der Bank, ne? Ich habe auch noch einen Rabbit. Den häng ich neben den Haifisch noch hierher. Ein Okay. bisschen weiter unten, dass es schöner ausschaut. Oh, schaut euch das Röchenle. an. Also Hier, na langsam ha. wird's hier wirklich wieder so eine Jägershütte. So ein Hase und ein Lurch und ein Haifisch. Da liegt ein Aber Loch auf dem Grill, ne? da. Wenn du Hunger Ja, hast. stimmt, das ist meiner. Hä, was war denn das? Oh, schade. Jetzt. Ich habe gedacht, wir kriegen wieder den Backen. Ach Kann so, man nein, beide essen. ich hab aus Versehen anzünden gedrückt, anstatt essen. Nee, läuft. So, wir haben wieder wunderschöne Besucher draußen. Ja, leider. Die gehen mir echt auf den Senkel. Sticks fehlt noch einer, weil. Soll ich. Weil alle Sticks unten reingebuttert sind, wie immer. Soll ich es wagen? Einfach mal kurz in den Wald rennen. Komm, ich bin voll. Machen wir ein bisschen Action hier. Ja, gut. Ich Action, komm. Action, Satisfaction. Aber ich glaube, es wird gerade schon wieder Tag. Ich hab gerade die Chirper gehört. Ja, wenn die rumgucken, heißt es, es wird Tag. So. Wir sammeln jetzt einmal uns mit Stickies voll, dann gehen wir wieder zurück und tun die einmal bauen und dann nehmen wir die Wägen mit. Ja, stimmt. Die? Oh no, die. Schon wieder so ein Stein! Hört ihr das? Hört ihr das? Der Andi ist voll aggro. Der ist ne Aggro-Sau. Ich bin sauer auf den Busch! Oh, auf mich auch, weil du hast nämlich gerade mich erwischt. Das war Oh. dann pure Absicht. Oh. Oh, ja. Genau. Ich bin voll. So, voll. Okay. Wir sind voll. Boah, wir sind mit den Sticks gut dran. Jetzt, ne? Ja, aber dass man immer nur 10 nehmen kann, das ist doch scheiße. Ja, also ich würde. Also es wäre schon cooler, wenn man mehr nehmen könnte, wenn man keine Steine dabei hat, ne? Ja. Oder wenigstens irgendwie so einen Rucksack geben würde, wenn man sich da einen klauen könnte, wenigstens, ne? So, jetzt schaut mal her. Hier ist schon gut was gefüllt. Ah, hab's nicht ganz geschafft. Ey, heb ein Stick auf für oben, für die Skull. Ja. So, und den Wagen wolltest du mitnehmen. Ich gehe erstmal kurz rauf und mache den Skull. Also ich habe hier jetzt auch ein Seilchen hingehängt, damit man von der Seite auch schnell raufkommt. Wenn wir dann das hier verschlossen haben. Ja, weil sonst nützt uns das ganze Lager nichts. Und wir haben gerade eben vorhin noch einiges an ein paar Beete gezaubert, damit wir mal unsere ganzen Samen loswerden und auch einiges wieder da rausbekommen. Entschuldigung. Echt, Alter, du bist schlimm. Du bist irgendwie heute schlimm, Alter. Was hast du geraucht? Also normale Kippen waren es jetzt nicht, oder? Boah, das ist schon gut gedeiht hier alles, unsere Samen. Das Raten, hier hast du so richtig reingespritzt, oder wie? Nee. Ich hab die Büsche gespritzt. Ekelhaft. So, jetzt schaue ich mir auch nochmal kurz hier das Ding an. Und außerdem. Hahaha. Boah, das schaut natürlich auch geil aus. Dieser Was? Skull. Aus der Wand Ja. raus. Wie könnte man das jetzt hier hinkriegen?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist das schwierig. Warte mal. Da muss man von hier. Genau, das ist eine gute Idee. Das könnte vielleicht hinhauen. Lass mal überlegen. Ja. Komm schon, das hätte gehen müssen, ne? Ihr denkt euch jetzt bestimmt, was hat er denn vor? Das denke ich mir gerade, was macht der Spaten da oben da? Anstatt dass er mir helfen kommt! Wie drehen die Treppe? Welche? Custom. Die richtet sich immer so aus, wie du die Boden und Fläche machst, ne? Ja, aber die so. Zeigt immer in dieselbe Richtung. Je nachdem, wie du also in welchem Winkel du die platzierst, platziert die sich auch im Winkel. Hä? Ah, okay, jetzt hat alles klar. Was ist das? Ja. So. Rum, 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 piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Was? Wieso? Warum? Wohin? Was für Treppe machst du? Wo machst du überhaupt Treppe hin? Ja, wirst du gleich sehen. Das Wand. Dammit. Ja, wenn ich jetzt rechtsklick mach, dann wird's gelöscht. Wie setze ich das hin? Wenn E auftaucht, kannst du es mit E setzen. Ach so, und wenn nicht, dann darf ich das gar nicht hinbauen, oder ja, was? Ja, du musst zweimal Linksklick machen und dann müsste ein E auftauchen. Oder zumindest einmal Linksklick. Nee, macht er nicht. Ah, jetzt hat. Das ist zu niedrig. Scheiße. Warum? Ah, es regnet. Ach, bitte, komm. Ja, okay. Ich lass dich vollkommen probieren. Doch, so geht's. Ich hoffe, man kann dann da noch unten drunter durchlaufen. Alles klar. Ich muss jetzt leider wieder Loks wegklauen. Okay. Das ist natürlich doof. Oder nee, die Loks, die unten im Lager sind, die lass mal. Ich gehe noch welche fällen jetzt. Ich hab mal das, was ich gerade dabei hatte, habe ich mit, ne? Vergiss ja. Nicht Sticks, wir brauchen Sticks. Ja, ich hab noch schnell die verarbeitet hier. So, da ist der Wagen. Und auf geht's. Mhm. Brumm, 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 brumm. Wir könnten eigentlich mal wieder Dynamit da unten reinschmeißen. Ja, aber da kriegen wir keine Saplings. Ach so, okay. Ja, mir geht's um die Saplings mit, ne? Dass ich die mitbekomme. Gut. Auf geht's. Wir schnell die Treppe fertig kriegen noch. Weil ich habe nämlich jetzt von Weitem unser Lager gesehen und da gefällt mir was noch nicht. Und, boah, Alter. Alter. Ach ja, klar. Ja, scheiß Cheatbaum, Alter, ne? Verarscht mich hier, Alter. Macht erstmal einen kompletten Quattro von Matsche Tripler, ne? Und dann... Ja, keinen Baum rausgeben, ne? Weil zwei Bäume ineinander wachsen. Arschgesicht. Na, der hat aber jetzt halt... Achtung! Kommt zurück, direkt auf dich zu. Ich hab ihn schon gesehen und hab ihn... Oh, da ist unsere Hände gefallen. Legt es bei dir rein. Und den bei mir. Und zwei Stück. Da sind noch zwei. Warte. Gib mir mal einen. Damit ich den voll machen kann, den Wagen. Oder probier's mal, ob es vielleicht geht bei dir. Nee, habe ich schon probiert. Ich verstehe das nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist wiederum so was. Kann man das überhaupt verstehen? Ja, vor allen Dingen, wenn das ein Bug wäre, ja, dann dürfte der eigentlich nicht so nachvollziehbar sein. Ja, aber der Holy Diver, der kann es doch auch, wenn er bei mir ist. Okay, dann ist es vielleicht doch nachvollziehbar, dass der Host es nicht kann und die Gäste können es. Ja, ich fäll noch fix ein Bäumchen. Gut, wir fällen mehrere Bäume noch, ne? Wir brauchen noch einiges am Material. Das, was wir noch bauen,
Ach stimmt, da unten sieht man ja mal was mit. Ach, Sticks bin ich voll. Ja. Wo fällt er hin? Geradeaus vor mir. Richtig. Oh, jetzt wollte ich noch surfen. Ey. Hast mir meinen Stamm geklaut? Nein. Kleine, kleine Sau. Okay, dann halt noch einen. Out of here. Hä? Wo ist meine Axt hin? Die habe ich dir geklaut. Das wär's ja. Da habe ich gar keine mehr. Menno. Ah ja, ich weiß, warum du die große Axt nicht bekommen hast. Warum? Du musst das, glaube ich, hops gehen. Ach so. Ja. Will ich aber nicht. Dann willst du es halt Obwohl, nicht. Pass auf. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, alles, was man im Inventar hat, irgendwo in eine Kiste reinzulegen. Das verstehe ich nämlich sowieso bis heute noch nicht, dass es da noch keine Kisten gibt. Ja, das ist... Also das ist eine Geschichte, da könnte man eigentlich mal eine E-Mail an die schreiben und den Vorschlag machen. Also alle, die hier zuhören, E-Mail schreiben, Kisten, Ausrufezeichen. Ja, wo du wirklich alles, was du im Inventar hast, reinballern kannst, ne? Weil sowas ist nämlich schon hart unfair, wenn du... Geht mir schon wieder? Wenn du hier dein Inventar voll hast und es nicht leeren kannst und dann einfach stirbst und nichts mehr wiederbekommst. Außer vielleicht die kleine Axt. Ja. Das ist richtig mies. Ja. So, die Treppe ist fertig. Ja, ja, ja. Jetzt kann man hier rauf. Und jetzt kommt der nächste Streich. Der auch folgt zugleich. Not yet available in Multiplayer. Ein Durchgang nach oben. Das ist natürlich blöd. Komm, lass mich fliegen. Oh, dann schade. Machen wir nochmal so ein Ding hier. Und zwar... Aber das kann... Ach, das kann ich ja dann selber gucken. Das muss man so machen, dass man auf jeden Fall noch mit einer Treppe hin kann. So. Treppe? Sicher? Seriously? Ernsthaft? Treppe? Du willst Treppen benutzen? Ach so, da kann man auch ein Seil hinmachen, oder? Kann man auch. Glaube okay, ich. Okay, dann gehe ich noch ein Stück zurück. Aber es war nicht sarkastisch gemeint, ne? Boah, da ist ein Regenbogen! Den habe ich auch noch nicht gesehen. Rainbow, oh my god! Da hinten! Ein Regenbogen! Rainbow! Oh! Na, natürlich, jetzt müssen wir noch mehr Sticks sammeln. Kann man das Ding wegmachen? Was? Das in. Hat? Hat, weiß schon. Das Hut, ich glaube in Optionen. Was? So, echt jetzt? Ja. Ach bitte, wie, was, wo, wann, warum? Nein, du hast doch irgendwie. Ding gehabt. Wo ist das? Wo ist das? Escape-Optionen. Show hat. Ah, ja. Ich hab's. Und die Icons auch gleich. Ah, hatten, alles ne? Klar. Oh yeah. Rainbow. A rainbow. Oh my god, double rainbow. Okay, es ist nur einfach, aber scheiß drauf. Rainbow. Gut. Okay, so. Das war's dann wieder. erstmal wieder alles anschalten, ne? Die gute Axt rausholen. Ja. Kriegst du ne wieder? Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Ah, ja. Ey, stimmt. Andi, wieso benutzt du eigentlich deine böse Stimme nicht mehr? Ich sehe gerade nichts, deswegen kann ich sie nicht benutzen. Ich brauche Sichtkontakt, damit ich sie benutzen kann. Ach so. Ja. Schade. Ah, die Sticks. Das? Ja. Ne, die habe ich in den Turm reingebuttert. Okay, also es ist unten das Lager ist voll. Also zumindest mit Bäumstämmchen, ne? Ja, ich bin gerade noch am
Fällen aber. Also gut, jetzt sind sowieso die Folgen wieder alle so lang geworden. Jetzt mache ich das noch weiter, dass der Wagen hier noch voll ist und das butter ich dann noch in den Turm rein und dann. Ja. Gut, ich hab 14 Saplings. Combine. Combine. Was willst du combinen? Und vor allen Dingen. Beine kommen nicht, sondern die gehen. Der war gut. Der Andi ist anscheinend beschäftigt. Oder er, ja, oder er fand ihn total unwitzig, den Witz. Wenn ich tue gerade ein bisschen ein paar Zähne mit dran machen, ne? Also ich habe meine Axt ziemlich aufgerüstet, aber ich fand ihn auch leider nicht so witzig. Das war mir klar. Ja, Witzler geschossen. Witzler geschießen. Da hat er einfach ein Witzler hier geschießen. Der alte Witzler-Scheißler. Der Witzcode. Der elendige, des Ohrzupfsbuddelsbohr. Jetzt kurze Türken nochmal rein hier, gleich Shepherds. Gleich Shepherds? Aber ganz gewaltig im Karton, ne? Willst du Rennfotzen mit Anlauf oder was? Ey, sag mal. Nicht in dem Ton, ne? Sonst fällt gleich der Watschenbaum um, ne? Sag mal. Kriegst gleich eine dicke Watschen von mir ins Gesicht. Ey. Ja? Da ist auch noch einer. Da unten. Da kriegst du eine Watschen von mir. Aua. Das tut doch weh. Geil. Hui. Komm her, ich verpasse dir Watschen. Nein, ich verpasse dir Watschen. Ey, jetzt hört doch mal auf. Der Arm ist weg. Was du, der Arm verschwindet nach einem Schlag? Ja, der ist kaputt gegangen. Oh. Da hat sich jemand den Arm gebrochen. Das ist ja klar. Ich bin wie Kruppstahl. Aber trotzdem tut's dir weh. Ja. Das ist so wie bei Jessica Jones. Was ist denn das? Das ist eine Serie. Oh, Feder. Marvel. Feder. Eine Marvel-Serie auf Netflix. Was ist Netflix? Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Kenn ich nicht. Finde ich nicht gut. Was ist denn jetzt da schon wieder runtergefallen? 3,50 Mark. Gut aufheben. Baum fällt. Tot. Baum tot. Sorry. Meiner war wieder zu behindert zum Aufnehmen vom Baum. Juhu. Ja. Boah, das wird ja ganz schöner Turm. Ich hoffe mal, das Seil geht bis darauf. Hoffen wir mal, ne? Sonst müssen wir wirklich mit Treppen arbeiten. So, jetzt den Treppen des Todes. Jetzt packe ich das Ding mal raus hier, damit ich nicht wieder hängen bleibt. Oder hier an die Seite. Das ist der Parkplatz, genau. Hier ist der Parkplatz, gut. Ja, hier oben schauen wir uns jetzt nochmal das Türmchen an. Hier kommt der Turm demnächst hin. Und dann schaut es nämlich auch mit dem Haus besser aus, finde ich. Dann ist es nicht mehr so flach. Schön. Schön. Komm mal her, Andi. Schön, oder? Ja. 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 Wirklich? Sicher? Ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Mmh. Oh. Die dunkle Stimme ist wieder da. Oh. Geil. Oh. Erotisch. Erotisch. Oh. Asche, Bäsche. Oh, ja, klar. Asche, Bäsche, Bobo. Wolle Flasch Russe kaufen. Wolle Russe kaufen? Ja, geil. Boah, es ist hoch hier. Alter, stimmt ja. Ich war auf dem Dach oben. Oh, Schock. Ich hab gedacht, ich sterb jetzt. Schade, verdammt. So. Ja, gute, Alter, gute. Der Boden, der hängt ja mitten in der Hütte drin. Echt jetzt? Nee, oder? Doch. Nein. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut gehabt. Ey, du bist ein Planer.
Ja, okay, das geht ja gerade noch so. Da können wir, an die Dinger können wir Lampen hinhängen oder so. Ja. Boah. Setz dich erstmal hin, ruh dich aus und wir beenden jetzt die Folge. Genau. Tschüss, Andi. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten. Tschüss, Kinder. Tschüss, Kinder, ja. Die hier nicht zuschauen sollten, weil wir manchmal ein bisschen was sagen, was nicht für Kinder bestimmt ist. Alles FSK 18. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Beachten Sie die Packungsbeilage. Tschüss.